Ich habe uns heute zum Kaffee eine Esterhazy-Cremeschnitte zubereitet. Am besten nehmt ihr den frischen Butterblätterteig von Tante Fanny. Den Blätterteig ausrollen und 12 gleichmäßige Stücke runterschneiden. Mit der Gabel Löcher reinstechen, ein Backpapier drüberlegen und zum Beschweren ein großes Backblech nur mehr drübergeben. Bei 180 Grad Heißluft ca. 20 Minuten backen. Für die Creme 400 ml Milch, eine Packung Vanillepuddingpulver und 2 Esslöffel Zucker aufkochen lassen und abgedeckt auskühlen lassen. Für die Zuckerglasur 60 Gramm Zucker und einen Schuss Milch glatt rühren. Und auf den Deckel mit dem Löffel draufstreichen. Circa 30 Gramm Schokolade erweichen und in einen Spritzsack füllen. Mit der Schokolade Striche draufspritzen und mit einem Zahnstocher das Muster ziehen. Für die Creme 100 ml Schlagobers, ein Packel Vanillezucker und eine Packung Sahne steif mixen. Den ausgekühlten Pudding nur mal kurz dazu mixen. Die Creme in einen Spritzsack einfüllen und auf den ersten Boden draufspritzen. Deckel drüber und nur mal eine Schicht Creme drüber. Zum Schluss den Deckel mit der Zuckerglasur drüberlegen. Am besten für eine Stunde kühl stellen. Probiert es aus, das geht wirklich super schnell und schmeckt wirklich super lecker.